Ja, wie immer, neuer Tag, neues Glück. Gerade aus meinem Pennermobil gekrabbelt, gekrochen, am einzigen Wasserhahn hier am Camp Scholeck, was der offen ist, wo Wasser rauskommt, ein bisschen gewaschen. Ja, ins Gebüsch gepinkelt, denn alle Toiletten sind verschlossen. So ist das beim Pennerleben. Natürlich habe ich hier in meinem Pennerauto keinen Lokus dabei. Und da muss ich mir immer Lokusse suchen oder How to Shit in the Wood. Eine zentrale Outdoor-Frage seit Jahrzehnten für alle Outdoorer, die so unterwegs sind wie ich. Und gerade sehe ich über mir einen Heißluftballon und habe mir überlegt, wenn da einer einen Morgenschiss hat, was bleibt dem anderes übrig? Okay, weg mit diesen etwas unappetitlichen Gedanken. Jetzt geht es weiter. Ich habe hier heute in Scholeck gepennt. Mein Kanadier liegt aber in Weilburg auf dem Jugendzeltplatz Hauselei. Ich war doch gestern Abend so schlagkaputt, dass ich nicht mehr in der Lage war, mich noch hier ins Auto zu setzen und im Dunkeln nach Weilburg zu fahren. Stattdessen habe ich hier 2 Liter Wasser in die hohle Birne gekippt und alles gegessen, was ich hier als Essbares im Auto unten liegen habe. Okay, jetzt fahre ich also an diesem wunderschönen 1. Mai 2024 nach Weilburg. Unterwegs muss ich noch tanken. Ich weiß genau, wo die Tanke ist. Die ist nämlich an der Einfahrt, wo es zum Krankenhaus und weiter zum Camp Hauselei geht. Ja, und dann werde ich gucken, wie es weitergeht. Heute wird es 27 Grad im Lahntal. Das ist der Knaller. Das ist der absolute Sommerknaller. Und interessanterweise bisher keine Kanu-Wanderer auf der Lahn unterwegs. Gestern habe ich, das war auch interessant, gerade als ich alle schwierigen Aufgaben halbwegs gelöst hatte, in der Doppelschleuse Weilburg, da kam durch den dunklen Tunnel noch zwei nette, liebe Menschen in einem Kanu, zum allerersten Mal in ihrem Leben in einem Kanu sitzen, zum allerersten Mal durch einen Schleusentunnel paddeln, zum ersten Mal vor einem Schleusentor stehen. Und da steht dann so ein alter Opa und sagt ihnen, wie es weitergeht. Und das heißt, ich habe sie mitgeschleust bei dieser schwierigen Angelegenheit. Und sie haben ein bisschen meiner Hündin Ava Gesellschaft geleistet. Und das passierte dann auch mittendrin, dass Ava das Kanu wechselte, sprang den fremden Menschen ins Kanu und hat sich gefreut, ein bisschen gekrault zu werden. Okay, das schwerste aller Schleusenhindernisse liegt jetzt hinter mir. Heute geht es weiter Richtung Runkel. Runkel ist der nächste Kanu-Zeltplatz. Ob ich den erreiche, wird sich zeigen. You ever feel like nothing really matters? You ever feel like you don't have a voice? Like a dream left to die, river running dry, heart without its beat. You ever feel something in your soul is alive? Es dauert immer einen Moment, bis ich startklar bin, bis ich das Klappfahrrad eingeladen habe, bis ich meine Boxen befüllt habe mit Ersatzklamotten, mit Geschirr für Ava, ja, und Essen, Trinken und so weiter und das Kanu ans Ufer geschleppt. Aber jetzt bin ich startklar und jetzt geht es auf eine der schönsten Etappen, die Lahn zu bieten hat, nämlich von Weilburg nach Runkel, 20 Kilometer. Ich habe es vergessen, kann auch 25 sein. Mal sehen, ob ich es packe heute. Spielt keine Geige. Heute hatte ich noch zwei interessante, nette Begegnungen. Als ich heute Morgen das Auto hier abgestellt habe auf dem Jugendzeltplatz Hauselei, stand dort ein kleines Zelt mit PKW. Zwei nette Leute, die mich zum Kaffee eingeladen haben. Fand ich total lieb. Die blasen gleich ihr Schlauchboot auf, paddeln auch Lahn abwärts und fahren dann mit dem Zug, der gerade hier an mir vorbeifährt.
Ja, und als gerade die ersten Paddler-Kanuten aus der Schleusenkammer hier des Weilburger Schleusentunnels herauskam, rief gleich einer: Hallo Carno Kassel, ich kenne dich, deine Videos und so weiter. Ist natürlich nicht verwunderlich, denn ich glaube, ich habe über diesen Fluss, über meinen Hausfluss schon an die 10 Artikel geschrieben fürs Carno-Magazin, auch Samira schon etliche. Dann gibt es bestimmt schon 50 Videos auf YouTube von der Lahn. Und da kann das schon mal vorkommen, dass man den Carno Kassel kennt. Ja, aktuell an diesem 1. Mai 2024 befinde ich mich am Jugendzeltplatz der Stadt Weilburg. Hier habe ich zwar nicht übernachtet, aber über Nacht mein Kanu liegen lassen, nachdem ich gestern Abend ziemlich K.O. war vom Paddeln und vom Schleusen und vom Radeln mit meinem Old Classic Klapprädchen. Habe ich in Scholeck nochmal gepennt. Bin heute Morgen hierher gefahren, mache mich jetzt startklar. Und gleich geht es weiter in diesen wunderschönen 1. Mai. Ja, ich muss sagen, ich bin heute wieder ziemlich spät auf dem Fluss. Es ist schon 10 Uhr durch. Aber macht nichts. Ich könnte morgens um 7 Uhr schon starten, bin um 6 Uhr wach, bin um 7 Uhr eigentlich reisefertig, um in den Fluss, in den See zu, meine in den Bach zu steigen. Dann hätte ich auch mehr Zeit für Pausen, hätte mehr, könnte mich mehr ausruhen, hätte abends keinen Stress. Aber ich habe morgens Lust, langsam zu machen. In Ruhe erstmal die Landschaft angucken, wach werden, mich waschen, den Hund versorgen. Also stressfrei, keine Hektik, alles bestens, alles gut. Und so bin ich jetzt halt immer ein bisschen spät. Die ersten Kanuten an diesem herrlichen Feiertag sind schon an mir vorbeigezogen. Aber macht nichts, ich bin wieder allein unterwegs. Und das gefällt mir. Ja, ich kann nicht sagen, wie oft ich diese Etappe, diesen Fluss, diese Lahn, diesen, meinen Hausfluss im Laufe der letzten 50 Jahre schon gepaddelt bin. Es ist jedenfalls sehr viel und ich muss gestehen, dieser Fluss, den mag ich. Den werde ich nicht leid, den werde ich nicht satt. Es ist einfach cool, hier unterwegs zu sein. Ja, als leidenschaftlicher Paddler kenne ich natürlich nach 50 Jahren oder noch länger alle wunderschönen Kanu-Wanderflüsse Deutschlands, Europas. Bin viele Jahre auch auf Wildflüssen gepaddelt mit kleinen Wildwasserkajaks, Schweden, Norwegen bis runter nach Italien, Spanien. Und da könnte man eigentlich der Meinung sein, dass die Lahn hier allmählich wirklich so ein biederer Hausfluss langweilig wird. Tut's aber nicht. Liegt einfach daran, dass dieser Fluss, obwohl Kanal, obwohl kanalisiert, obwohl Bundeswasserstraße, trotzdem durch eine schöne Landschaft fließt, schön begrünt ist, Fahrradwege hat und einfach mir gut gefällt. Yeah.
Ja, ich bin jetzt hier vor der Schleuse Kirchhofen. Eben haben mich zwei Paddler überholt mit einem Leitkanu, die vor mir kreuz und quer hergefahren sind, also vom Paddeln keine Ahnung haben, mich auch nicht gegrüßt haben. Ich habe ihnen einen Gruß aufgenötigt und jetzt nötige ich ihnen auch das Schleusen auf. Ich habe keinen Bock, diesen muskelbepackten Jünglingen hier jetzt zu helfen, sondern jetzt bin ich mal so für mich zuvorkommend und lass mich mitschleusen. Ja, hier treibe ich gerade an einem Ufer entlang, was früher unter den Kanuten den Spitznamen Klein Kanada hatte. Hier ist es ziemlich still, nur die Eisenbahn geht vorbei, ist jetzt hier gerade in einem Tunnel verschwunden. Und hier hat man sich tatsächlich, wenn man hier bivakiert hat, total gut gefunden. Es war immer herrlich. Und hier traf man auch immer interessante Typen, die hier auch bivakierten für eine Nacht auf der Lahn kamen.
Hier in Gräveneck hatten wir früher auch bei allen unseren Kanu-Projekten unser Lager. Da war noch eine steile Treppe, wo man die schwer beladenen Kanus hochhieven musste. Da gab es noch nicht die coole Slipanlage. Ja, insgesamt waren meine Kanu-Projekte mit Schulklassen, häufig auch mit Hauptschulklassen, die waren schon körperlich sehr strapaziös, sehr anstrengend, mit voller Absicht. Es war wesentliche Erziehungsziele meiner Kanu-Projekte waren Teamarbeit, fähig werden zur Teamarbeit, fähig werden zur Kameradschaft, zur gegenseitigen Hilfe und natürlich auch die ganze Logistik, wie bepaddelt man einen Fluss, wie bedient man Schleusen und wie kommt man miteinander klar und wie hilft man sich gegenseitig. Und diese Kanu-Projekte waren für mich in meiner 43-jährigen Schulzeit 20 Jahre mein Highlight, mein pädagogisches Highlight, mein erlebnispädagogisches Highlight. Und da freue ich mich heute noch drüber, dass mir das gelungen ist.